1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, willkommen zu unserer Freitagnacht-Ausgabe, die wie immer eine freie Themennacht ist. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns ganz einfach unter domian@wdr.de. Wenn ihr meldet, bitte fasst euch kurz, umso größer ist die Chance, dass ihr auch in die Sendung kommt, weil man dann halt nicht so lange lesen muss. Also domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Simone. Simone, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hallo Simone. Um was geht's bei dir? Ja, ist eigentlich ein recht lustiges Thema, wenn man sich so anhört, aber wenn man es selber hat, dann macht es einem das Leben schwer. Erzähl. Und zwar, ich habe einen dicken Komplex. So. Einen dicken Komplex. Aber hallo, ey. Ja, also das ist so, wenn Leute bei mir sind oder ich bin bei anderen Leuten, das ist nicht Familie, ich kann nicht auf Toilette gehen. Ach, also wenn Leute bei dir sind? Ja. Oder das mit der Familie, bin ich verstanden? Nee, also bei Familie ist das Problem nicht, aber wenn andere Leute bei mir, ob es jetzt der Partner ist oder Freunde sind, ich kann bei mir nicht auf Toilette gehen und ich kann nicht bei anderen Leuten auf Toilette gehen. Achso, aber wenn deine Mama da ist, ist das kein Problem? Ja. Oder dein Bruder oder Schwester, dann geht's auch. Genau, ja. Aber wenn der Freund da ist, dann kannst du auch nicht. Nee. Du hast einen festen Freund? Ja. Der auch schon mal längere Zeit bei dir ist? Ja. Dann wird's problematisch, ne? Man wird erfinderisch, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich denn da bin oder umgekehrt, ja, dann ist es halt so, man sagt, man geht duschen, weil also ich kann schon so 12, 18 Stunden aufhalten. Aber wenn jetzt jemand bei mir ist und bleibt über Nacht oder mehrere Tage, dann sagt man halt, ja, man geht jetzt duschen, lässt das Duschwasser laufen und geht dann auf Toilette oder eben auf Toilette und dann duschen. Ach so, du kannst dann schon, wenn aber auch man jemand... Man darf es nicht hören, es nicht wissen. Ach, das ist der, man darf es nicht hören und man darf es nicht riechen. Nee, das auch nicht, aber man darf es auch nicht wissen, das ist ganz komisch. So, ich versuche dann irgendwo schon zu fallen, nicht. Ich verstehe, man darf es nicht hören und man darf es nicht wissen. Richtig. Das lustig. Das ist wirklich lustig an, ja, aber nee, nicht, nein, nein, so. Ich finde, ich kann das in einer gewissen Weise nachvollziehen und ich glaube, dass wirklich? Du... Ja. Du bist der Erste. Nee. Ich glaube, ich kenne zum Beispiel zwei Frauen, Freundinnen von mir, wo das ganz genauso ist. Wirklich? Ja, kenne ich. Wie regeln die das? Ja, die wuseln sich auch irgendwie so rum mit so Tricks. Mit dem Duschen zum Beispiel ist mir jetzt auch geläufig. Ja, du bist nicht alleine auf der Welt damit. Super. Ja. Ich habe gedacht, ich bin der einzige Mensch mit diesem Komplex. Nein. Die Frage ist natürlich immer nur, was steckt dahinter? Warum schämt man sich, aufs Klo zu gehen? Das weiß ich nicht. Ne, ja, vor allen Dingen, alles angefangen. Ich muss ja sagen, wo ich früher zu Hause gewohnt habe, ja, da war alles tutti, da war überhaupt kein Problem. Ja. Und dann habe ich die Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht, bin ins Schwesternwohnheim gezogen, weil es einfach näher war. Ja. Und jetzt muss ich sagen, neben meinem Apartment, sage ich jetzt mal, war genau das Büro von meinem Chef. Und dann fing das an. Und er konnte natürlich dann hören, wenn ich auf Toilette war oder... Ach, so fing es an. So fing es an, denke ich mal. Ach so. Weil ich habe vorher diese Probleme nicht gehabt. Interessant ist ja auch, dass du dich vor deinem Partner schämst. Mhm. Ne? Wo man ja eigentlich denken könnte, naja, okay, da muss es ja das relativ... Das ist jetzt so intim einfach. Ich weiß, dass es alles menschlich ist. Ich weiß das wirklich. Darf ich etwas erraten oder etwas fragen, wovon ich sicher bin, dass es so ist? Ja. Du schämst dich auch in Anwesenheit von deinem Partner zu pupsen. Ne, ist so. Ja, aber das Thema hatte ich schon oft genug gesprochen. Ja, das ist wirklich so. Ich wusste es, ja. Ich würde das auch niemals machen. Nein, naja. Kann ich auch wiederum gut verstehen. Kann ich auch gut. Wir Klemmschwestern unter uns, ne? Mann. Wie ist es denn, wenn du in Urlaub bist? Zum Beispiel mit deinem Freund. 2 Wochen Mallorca. In einem kleinen Hotelzimmer. Furchtbar wäre das. Also ich könnte mir das nicht so wirklich... Nee, das würde ich nicht machen. Also du warst mit deinem Freund gar nicht... Also um Gottes Willen. Also ich war mit meinem Freund an Pfingsten im Renesse. Ja. Und ich weiß, dass ich da 5 Tage war und ich habe zwar gepinkelt, und zwar, ich habe im Meer gepinkelt, ja? Im Meer. Und ich war aber nicht groß. Das ging nicht. Ehrlich, die ganze Zeit?
die ganze Zeit und frag mich nach meinen Bauchschmerzen. Frag mich danach. So. Aber du hättest doch ausweichen können, du hättest ja das nicht in dem Hotelzimmer machen müssen, sondern du hättest ja irgendwie... Es war auf dem Campingplatz im Hotel. Ja gut, aber im Campingplatz hört es ja dann, da gibt es ja öffentliche Toiletten. Aber das ist dir dann auch... Das ist ja noch schlimmer. Stell dir mal vor, ich bin gerade auf Toilette und jemand anders müsste dann auch. Und das sind ja dann diese Reihentoiletten. Ja. Das würde nicht gehen, also... Bezieht sich das denn, du hast gerade die Andeutung gemacht, ich habe dann ins Meer gepieselt. Ja. Ne? Bezieht sich das auf das große und kleine Geschäft, die Scham? Ja. Ja. Vor allem mit dem kleinen Geschäft habe ich dann Angst, ja, dass dann halt noch Geräusche kommen. Das, ja, wenn das da so strullt, ne, und so hinpullert. Ja. Aber damit kannst du dir gut abhelfen, indem du wirklich den Wasserhahn laut aufdrehst oder die Dusche und dann kannst du strullen, was das Zeug hält. Hört keiner. Ja, das habe ich mir auch mal gedacht, aber das geht nicht. Nee, das ist dann wie Blase dicht, sage ich jetzt einfach mal. Ehrlich? Und frag mich, wie unangenehm das ist, wenn man mit dem Partner dann intim wird. Wenn du... Mensch, Simone, was machen wir denn mit dir? Das geht doch nicht auf Dauer. Stell dir mal vor, du heiratest deinen Partner. Dann geht ja gar nichts mehr. Ne? Das ist echt ein Problem, wirklich. Ich meine, das hört sich super lustig an, aber wenn nein, man diesen Komplex hat, das ist dann echt furchtbar. Hast du das deinem Freund schon mal gesagt, dass du damit Probleme hast? Das ist ja schon mal ein Anfang, finde ich. Ja, ich meine, ich kam ja noch entgegen so und ist dann halt, letztens hat er mir gepennt, ja, und dann ging er halt, was ich einen Film wegbringen, damit ich auf Toilette gehen konnte. Ja. Ich meine, damit unterstützt er ja deine Neurose, ne? Wenn er dann an der Horst... Ich weiß nicht. Also... Ich sag einfach nur, es ist ein Komplex, so. Es ist ein Tick, sage ich immer. Ja. Aber da muss man schon aufpassen, dass es nicht zu krass wird. Weil es beschneidet einem ja wirklich irgendwie schöne Dinge, die man tun kann. Stichwort Urlaub. Ja. Ne? Das heißt, für dich ist eine Urlaubsplanung, wenn du darüber nachdenkst, hast du direkt dieses Thema im Kopf. Ich verbringe das Wochenende dann da, dann denke ich, um Gottes Willen, was mache ich dann nur, wenn ich auf Toilette muss? Ja, das ist wirklich so. Dann plant man schon regelrecht vor, isst nicht Sachen, die Beiden oder keine Bohnen, sag ich jetzt mal, dass man ja nicht auf Toilette muss. Ich glaube, du hast es deinem Partner schon mal erzählt, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, aber ganz im Ernst. Es gibt Leute, die erzählen das nicht dem Partner und dann ist man so verkrampft, dass es sich immer noch mehr verkrampft. Also dann wird es immer noch schlimmer. Ich glaube, du musst dagegen ansteuern ein bisschen. Du musst dich immer wieder ein Stückchen zwingen, das zu machen. Damit es nicht überhand nimmt. Also mit dem, dass du das kleine Geschäft zumindest schon mal hinbekommst. Ja, das musst du ausprobieren. Oh je. Ja, das musst du machen. Ich glaube, sonst gibt es ja gar keinen großartigen psychologischen Trick, als es immer wieder so Schrittchen für Schrittchen zu testen, ob man es tun kann. Oder aber einfallsreicher werden. Oder noch einfallsreicher werden. Aber dann verstrickst du dich ja immer mehr in so Kuriositäten. Ja. Dann sehe ich euch beiden schon, wenn ihr verheiratet seid, fahrt ihr in Urlaub mit getrennten Zimmern. Ne? Ja, so könnte es dann irgendwann enden. Oder ihr habt ein Haus mit zwei verschiedenen, im oberen Stockwerk ist dein Baderaum und die Toilette und im Keller seine oder irgend sowas. Ja, ich darf ich mal eine Frage stellen? Bitte. Du hast eben von deinen zwei Freunden erzählt. Haben die irgendeinen Grund erzählt, warum die das nicht können? Nein. Der Grund ist auch völlig undurchschaubar. Da haben wir schon oft drüber geredet und die wissen es nicht, woher es kommt. Du hast ja noch eine gewisse Idee, woher es kommt. Aber letztendlich, die Ursachen sind nicht klar. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Bitte. Ist gar nicht so ein Geheimnis. Wir Männer gehen ja in diese Pissoirs manchmal. In die Toiletten, wo man so steht, wir Jungs so nebeneinander. Ne? Ja. Ich kann das nicht. Ich kann aber es ist dann noch der optische Sache. So nein. Ich kann es nicht erklären. Es ist rational nicht erklärbar. Ich schäme mich nicht. Ich bin eigentlich da sehr locker in solchen Sachen. Wenn neben mir ein Mann steht und pieselt, kann ich es nicht. Ich weiß nicht, was es ist, ich kann es einfach nicht. Ja, aber könntest du denn alleine an diesem Pissoir stehen? Alleine, ja, das alleine geht's schon, ja. Und wenn jemand in den Kabinen wäre hinter dir oder sowas? Dann geht's auch. Dann geht's auch. Ja, es ist völlig banal. Es ist wirklich völlig banal. Aber damit kann ich mich gut arrangieren und kann damit gut leben. Aber du musst ein bisschen dagegen angehen, finde ich. Ich werde versuchen. Ich will dann in absehbarer Zeit eine Erfolgsmeldung hören, okay? Gut, Simone. Okay. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss. Das war Simone. Das hier ist unsere Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal. Über was, über wen, dann ruft an oder mailt mir domian@wdr.de.
www.domian.de. Hanna, 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Oh, Hanna hat aufgelegt. Dann nehmen wir die Sonja. Auch nicht schlecht. 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Sonja. Ach, hallo Domian. Hallo. Jetzt bist du ganz erstaunt, ne, dass du schon dran bist. Ja. Ja. Sonja, du hast dich gemeldet hier. Genau, also ich wollte eigentlich mit dir über mein etwas ungewöhnliches Sexualleben sprechen. Erzähl mal. Mit meinem Freund habe. Du hast einen Freund? Genau, seit anderthalb Jahren ungefähr. Ja, und ihr habt ein ungewöhnliches Sexualleben. Ja, also mittlerweile stehen wir halt darauf, wenn wir Sex haben, beide Strumpfmasken über dem Kopf zu ziehen. Ja, hört sich jetzt etwas ungewöhnlich das an. Das hört sich aber sehr schräg an. Ja. Strumpfmasken? So beige, so Frauenstrümpfe? Genau. Also ich bin auch nicht darauf gekommen. Ich habe halt das Interesse. Wer ist denn darauf gekommen? Dein Freund? Genau. Und wie ist der darauf gekommen? Ja, so, das weiß ich auch nicht. Das habe ich noch nie gehört. Also das muss er ja wahrscheinlich irgendwo gesehen haben oder irgendwie hat ihm das jemand erzählt oder... Also das hat er mir noch gar nicht erzählt. Also. Aber das ist ja völlig abgefahren. Ihr beiden zieht euch, bevor ihr ins Bett geht und kuschelt, Strumpfmasken übers Gesicht. Genau. Also bis zum Hals, ne? Mhm. Und dann geht's los. Genau. Also manchmal halt komplett, dass einer von uns das über den Kopf zieht und über die Brust und über die Beine. Wie? Das kann, die dehnen sich so weit, dass man es auch über die Schulter ziehen kann? Da kann man halt ein Loch reinschneiden und dann ist das alles möglich. Ach so. Und dann, wie weit kann man das maximal runterziehen? Bis zum Bauchnabel? Oder genau, wie? Ja, ungefähr. Aber dann könnte er ja gar nicht knutschen zum Beispiel. Ja, das ist ja gerade das, was uns so anmacht. Ach so. Und Nahbare dazwischen. Und ja, das ist halt der Reiz, den wir dabei haben. Ist das der einzige Reiz, dieses Unnahbare, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, dass man den anderen halt nicht so spüren kann, also... Als wenn keine Strumpfmaske dazwischen ist. Ja, man kann ihn ja auch gar nicht den anderen richtig sehen. Ne? Ich habe nie so ein Ding aufgehabt. Genau. Ich weiß es nicht. Nee, ich kann den anderen, das ist verzerrt einfach. Verzerrt und verschwommen ein bisschen. Ne? Ja, und man fühlt sich halt so als, weiß ich, der Herrscher oder so, wenn man das anhat über den anderen. Und ach so, der ja. Man fühlt sich als Herrscher? Ja, so ähnlich. Also man hat die Macht über den anderen. Und, ja, aber ihr habt dann... Ich sage jetzt mal, relativ normalen Sex, wenn ihr die Maske aufgezogen habt. Oder geht das dann auch noch in Richtung SM oder so? Nein, überhaupt nicht. Das ist dann Kuschel und Blümchen und nett und das normale Programm. Genau. Ja? Mhm. Wie lange macht ihr das jetzt schon? Ja, ungefähr über ein Jahr. Schon so lange? Nach den ersten 3 Monaten hat das halt angefangen. Ja, als er zum ersten Mal dir das vorgeschlagen hat, hast du da nicht gedacht, hä? Also ehrlich gesagt habe ich ihn dabei erwischt. Wie? Und ich bin eines Tages früher nach Hause gekommen. Ja. Also ich hatte von ihm den Schlüssel. Ja. Da haben wir noch nicht zusammen gewohnt, mittlerweile schon. Ja. Ja, und dann bin ich halt in die Wohnung rein, bin irgendwo gesehen, dann bin ich eben ins Schlafzimmer. Ja. Und da saß er dann auf dem Bett mit einem Spiegel in der Hand, einer Strumpfhose über den Kopf und über den Rest des Körpers. Und als er mich dann gesehen hat, und haben wir halt beide irgendwie einen Schock gekriegt. Dann bin ich erstmal rausgerannt. Ja. Und, also er saß da und war am Onanieren, ne? Wir müssen es klar aussprechen, ja. Ja. Ja, und dann bin ich halt erstmal rausgerannt, weil ich habe es halt noch nie gesehen, sowas. Du wusstest ja gar nicht, dass er es ist, hätte ja ein anderer Mann sein können. Du hast ihn ja gar nicht erkannt. Ja, jemand anderes hätte ja nicht in der Wohnung sein können. Klar, war das schon klar. Ja, und dann ist er mir halt hinterher. Ja. Ja, und hat mich dann wieder reingebeten, weil ich bin rausgerannt. Hat er mich halt reingebeten, dann haben wir darüber gesprochen. Dann habe ich das halt akzeptiert sozusagen. Ging aber schnell dann. Ja, was soll man denn machen, wenn man den anderen liebt? Ja, auf jeden Fall, nach ungefähr 2 Wochen später, da war es dann so, dass ich da auch Gefallen dran gefunden habe. Dann hat er gesagt, hier, komm doch mal mit, Sonja, mach du doch auch mal. Ich habe hier so eine tolle Stimme. Angefangen mit Halterlosen über die Beine und dann ging es halt immer weiter. Ja, aber in der Regel stelle ich es mir so vor, wie du es gerade beschrieben hast. Ihr habt unten, seid ihr nackt und oben ist entweder über dem Kopf die Strumpfhose oder sie ist noch weitergezogen über so einen Teil des Oberkörpers. Genau. Mhm. So, dann hast du es das erste Mal gemacht. War das beim ersten Mal ein bisschen seltsam oder befremdlich für dich oder fandst du es gleich am ersten Mal cool oder geil oder wie man es ausdrücken soll? Ja, mir hat es schon gefallen, direkt beim ersten Mal. Und macht ihr das jetzt immer, jedes Mal, wenn ihr Sex habt? Ja, und das ist ja eigentlich auch das Problem. Warum ist das ein Problem?
Ja, weil ich halt auch gerne mal wieder... Ohne. Genau. Verständlicherweise. Verständlicherweise. Aber er ist völlig jeck drauf, ne? Mhm. Wie lange macht er das denn schon? Hat er das früher? Weißt du das? Also, das geht, glaube ich, schon ziemlich lange so. Mhm. Ist er in deinem Alter? Nee, der ist älter als ich. Also, der ist 26. Ja. Mhm. Ein Strumpfhosen-Fetischist ist er. Mhm. Ne? Kann man so sagen. Kann man so sagen, genau. Ja. Wer kauft die für euch ein? Du? Oder sind das deine? Oder da gehen wir halt gemeinsam los. Ihr geht gemeinsam los und kauft euch welche. Ja. Und müssen die mittlerweile schon ziemlich viele. Ja, ihr schneidet die auch kaputt, dann halten die ja nicht lange. Mhm. Farbe am liebsten braun oder kann es auch schwarz sein? Kann auch schwarz sein. Kann auch schwarz sein. Ist eigentlich egal. Ja. Aber am liebsten halt braun. So, das ist jetzt alles ein bisschen kurios und auch ein bisschen lustig, wenn man sich das so anhört. Aber für dich ist es ja so ganz lustig nicht mehr, weil du sagst, ist okay, ich mache das auch mal mit ab und zu. Es macht mich auch an, aber ich möchte nicht immer so einen Sex haben. Ne? Genau. Verstehe ich. Ich weiß halt nicht, wie ich das sagen soll. Du hast es eben noch kein einziges Mal so angedeutet. Warum nicht? Ja, weil es bis jetzt nicht mehr vorgekommen ist, dass es normal ja, eben. War zwischen uns. Ja eben, dann hättest du könntest doch danach mal so sagen, hör mal, lass uns doch auch mal wieder ohne Sex miteinander. Ja, aber das ist einfach jedes Mal, bevor wir halt Sex haben, ist es halt automatisch so, dass wir uns beide dann halt umziehen und dann... Ja, aber dann solltest du es mal in der stillen Stunde, wenn ihr draußen irgendwo im Café sitzt oder halt wo es nicht um Sexualität geht, also wo es nicht kurz davor steht, meine ich, müsstest du es mal ansprechen. Vielleicht ahnt er ja gar nicht, dass du da gar nicht so drauf abfährst, dass du es unbedingt immer machen möchtest. Ja, aber da es mir selber Spaß macht, glaube ich, dass schon, dass er das denkt. Also. Was denkt er? Dass er. Das ist, dass mir das halt genauso viel Spaß macht. Genau, ganz genau. Deswegen musst du Mund auftun, Sonja. Ich finde, das ist doch gar nicht schlimm. Ihr macht da was Kurioses, ist ja in Ordnung, wenn ihr das macht. Aber du hast ja dann auch ein Recht drauf, dass du vielleicht auch mal so nach deinem Geschmack das abläuft. Das musst du ihm sagen. Einfach mal so sagen. Beim Frühstück morgen früh. Ja. Hast du Angst vor ihm, das zu sagen? Nein, nee. Das nicht. Hast du Angst, ihn zu enttäuschen? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sich das jetzt alles verändert. Also. Warum sollte es sich verändern? Wie meinst du das? Weil man es gewohnt ist, einfach jetzt so den Sex zu haben. Und wenn dann halt die Strumpfhosen wegfallen irgendwo, dass der Sex dann nicht mehr so, die Reize halt nicht mehr da sind. Testen. Meine Devise, ausprobieren. Und dann kann man entscheiden hinterher. Kann ja nichts passieren. Ich glaube, das ist das Beste. Ja, das ist das Beste. So wie du es mit der Strumpfhose ausprobiert hast. Ihr habt ja auch Erfahrungen aus dem ersten halben Jahr, wo ihr das ohne Strumpfhose gemacht habt. Ne? Und wie war das da? Ja, das waren die ersten 3 Monate eigentlich. Ja. Also die ersten 2. Ja. Und wie war das da? Hat auch funktioniert. Da wusste ich ja noch gar nichts davon. Mhm. Du musst einfach ein bisschen mehr mit dem jungen Mann reden. Zum Beispiel würde mich sehr interessieren, wenn ich du wäre, wie er da drauf gekommen ist. Hat er das im Internet irgendwo gesehen? Hat das in einem Pornofilm gesehen? Oder hat ein Freund ihm davon erzählt? Oder weiß der Teufel was? Ist doch spannend, das zu erfahren. Ja, sicher. Ja? So, und morgen früh nach dem ersten Frühstücksei wird darüber gesprochen, okay? Okay. Liebe Sonja, alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Hanna, zweiter Versuch von gerade. Hoffentlich ist sie jetzt da. Hallo. Hallo, Domian. Da bist du. Ja. Gerade war die Leitung weg. Ja, jetzt hat's geklappt. Hanna, 24. Ich möchte über meine Beziehung sprechen, die einmal sehr schön angefangen hat und die mich aber total kaputt gemacht hat. Mhm. Wann fing diese Beziehung an? Wie lange liegt das zurück? Also wir sind jetzt über 3 Jahre zusammen. Ach, ihr seid doch noch zusammen. Ja, wir sind noch zusammen. Er ist zwar jetzt nicht in Deutschland, sondern woanders, aber es hat noch keinen Schluss gegeben. Es fing sehr schön an, sagst du. War eine tolle Liebe. Mhm. Und jetzt macht sie dich kaputt, diese Beziehung. Hat sich kaputt gemacht. Ja, die macht mich schon länger eigentlich kaputt. Was ist da los? Woran liegt das? Das hat angefangen damit, dass wir von Anfang an sowieso Probleme hatten, weil er ist Kosovo-Albaner, ist zwar hier geboren, aber hat ja diese Mentalität trotzdem. Mhm. Und ich bin halt deutsch und das erste Problem war, dass seine Eltern halt mich nicht akzeptieren wollten. Mhm.
die haben dann eigentlich immer so ein falsches Spiel vorgespielt. Nach dem Motto, eine Deutsche kommt uns nicht ins Haus. Ja, so nach dem Motto, ich bin zwar also schon zu denen nach Hause gekommen, ja. Aber das war eigentlich nie ehrlich gemeint, sondern mehr so, dass sie gedacht haben, ach, das hält nicht lange, die Beziehung, dann tun wir mal so, als wären wir nette Menschen. Und dadurch haben also seine Eltern oder auch sein Bruder ihn sehr oft nach Hause gerufen, obwohl wir eigentlich von Anfang an zusammen wohnen. Und was ja dann auch eine Beziehung sehr stresst. Achso, die haben ihn quasi aus eurer Wohnung rausgeholt. Ja. Gerufen, also damit er wieder ein bisschen wegkam von dir. Ja, gerufen, er sollte nach Hause kommen. Das ging auch so weit, dass wenn wir dann Probleme hatten und die Eltern haben das mitbekommen und die dann nicht wollten, dass er bei mir ist, dann sind sie halt bei uns vorbeigefahren, haben nonstop geklingelt. Und oh je, also Psychoterror. Ja, ja. Ist das bis heute das Hauptproblem, dass die Familie dich nicht will? Nein. Nein, nein. Das ist eigentlich gar nicht das Hauptproblem. Das hatte sich auch wieder geändert. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass mein Freund mich öfters geschlagen hat. Das hat sich zwar ein bisschen gebessert, aber kommt trotzdem noch vor. Das andere Problem ist, dass er seit fast 2 Jahren Drogen nimmt. Welche Drogen? Er nimmt Koks. Ja. Woher hat er das Geld dafür? Er hat nicht das Geld, sondern er bekommt das von jemandem, der ihm sehr nahe steht oder kann es da einfach sich umsonst besorgen. Das Koks? Ja, ja. Was muss er dafür tun? Weißt du das? Gar nichts. Ah, ja. Höchstens das. Ist er sehr, sehr stark koksabhängig, würdest du sagen? Ja, also er hat jetzt im Sommer, den ganzen Sommer fast jeden Tag konsumiert. Und jetzt, sobald er was bekommt, also was in die Hände kriegt, dann nimmt er auch was. Und er hat zwar immer gesagt, ja, dass er damit aufhören möchte, aber hat es also von sich aus nie geschafft. Und ich bin auch der Meinung, dass er es irgendwie auch gar nicht will, sondern dass es ihm auch einerseits gefällt. Ja. Also, was habe ich jetzt gehört? Ich habe gehört, große Liebe war schön am Anfang, dann gab es Probleme mit den Eltern. Das hat sich aber irgendwie ein bisschen wieder eingerenkt. Hauptproblem derzeit oder in der letzten Zeit war, der hat dich geschlagen und er ist vermutlich stark kokainabhängig. Ja, dazu kommt auch noch, dass also halt dadurch, das ist für mich sehr großer Stress, weil wir ja auch zusammen wohnen. Ich habe dann meine Arbeit verloren, auch eine Ausbildung schon ein halbes Jahr vorher wegen diesen Sachen abgebrochen. Warum hast du das abgebrochen und verloren? Weil ich es nicht mehr geschafft habe. Also das war halt damals schon so, dass ich geschlagen worden bin und das mir ging es also... Und die Belastung, die seelische Belastung einfach oder die körperliche Belastung? Nee, auch die psychische Belastung. Ja. Also mit mir gingen eigentlich also Sachen ab, die ich vorher noch nie erlebt habe. Also so gedanklich und hin und her und... Ja. Jetzt ist er im Moment, sagst du, weg. Ja, er ist jetzt weg und zwar... Für länger? Nee, er kommt wahrscheinlich morgen wieder, soweit ich das weiß. Ja. Und das habe ich also auch letzten Sonntag erst erfahren. Ich habe ihn davor 2 Tage überhaupt nicht erreicht. War er lange weg? Er war jetzt eine Woche. Ach so, ich dachte, er wäre immer länger. Einfach nur so, oder hat das auch was mit den Drogen zu tun? Oder? Nee, das hat... Das weiß ich nicht. Ich ahne da vielleicht was, aber ich glaube es eigentlich nicht. Also es ist mehr auch Urlaub. Also ich habe dann am Sonntag erfahren, dass er angeblich in Kosovo sein soll, also in seiner Heimat. So hat die Familie mich in dem Glauben gelassen. Und dann habe ich aber nachher herausgefunden, dass das nicht stimmt, weil er eigentlich allein da gar nicht hinfährt und sich nicht dort wohlfühlt. Ja. Und ich habe also rausgefunden, dass er in der Karibik ist und dort irgendwo Urlaub macht. Oh. Und hat alleine? Nee, er ist da mit, mit dem Chef seines Bruders. Aha, so. Das hört sich ja alles ziemlich beschissen an, auf Deutsch gesagt. Ja, das ist die... Also und gelinde gesagt. Bitte? Und noch gelinde ausgedrückt. Ja, genau. So, also jetzt, Hanna. Ja. Warum bist du bei dem Mann noch? Also ich bin immer da bei ihm geblieben, weil ich immer gehofft und geglaubt habe, dass sich was ändern wird, dass es wieder so wird, wie es mal gewesen ist. Wie lange hoffst du jetzt schon, dass es sich verändern, dass er sich wieder ändert? Naja, fast 1,5 Jahre. Das ist verdammt lang, ne?
Ja, und der andere Grund ist halt, das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass ich ja auch also mehrere Nervenzusammenbrüche hatte. Mhm. Und ich war also gar nicht mehr alleine in der Lage, überhaupt im Alltag irgendwie zu leben oder klarzukommen, mhm. weil ich dauernd Ängste hatte, dass mir halt sowas nochmal passiert. Mir ist das erste Mal im Sommer passiert. Mhm. Und ich mache mal einen Strich darunter, weil ich jetzt schon verstanden habe, grob verstanden habe, nach dem, was du angedeutet oder auch ausgedrückt hast, was da los ist bei dir. Und ich möchte dich aber noch was Konkretes fragen. Du sagst, der schlägt mich auch immer wieder mal. Das klingt manchmal so lapidar. Ich möchte aber nicht, dass das lapidar klingt. Beschreib das mal, wie er dich schlägt und wie oft er dich schlägt. Also er schlägt mich also oft dann, wenn es ihm nicht passt, wenn ich was sage, weil er nicht damit klarkommt, dass ich mich rechtfertige oder meine Meinung sage. Also ein kleines Widerwort und du kriegst eine gescheuert. Ja, das ist auch schon so vorgekommen. Oder es geht halt einfach um Streitigkeiten, die wir haben. Schlägt er dich ins Gesicht? Er schlägt mich, er tritt mich ins Gesicht, er hat mir das Gesicht zerkratzt. Also das ist schon... Also es sind schon Verletzungen, sind dir zugefügt worden? Warst du schon auch im Krankenhaus? Ja, ich habe ihn auch schon selber angezeigt, weil ich mir einfach nicht zu helfen wusste, weil... Was ist aus der Anzeige geworden? Also ich habe die erste Anzeige auch zurückgezogen, weil wir halt gesagt haben, wir versuchen das in den Griff zu kriegen. Gab es eine zweite Anzeige? Ja, es gab eine zweite und eine dritte Anzeige. Auch wieder alles zurückgezogen? Nein, die zweite nicht. Daraus ist aber nichts geworden. Also das muss man halt mit einer Privatklage machen. Und die dritte Anzeige ist halt da also so entstanden, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Und dann also seine Familie und meine Familie gekommen ist und ich aber keine Anzeige mehr machen wollte, sondern die Polizei hat die Anzeige gemacht, weil... Das läuft noch alles? Nee, das ist schon, daraus ist auch nichts geworden. Das muss halt nicht. So, Hanna, jetzt muss aber irgendetwas aus etwas werden. Es muss jetzt etwas geschehen. Ja. Es also gibt, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, gibt es keinen einzigen Grund mehr, warum du bei diesem Mann bleiben solltest. Warum du bei diesem Mann bleiben darfst. Keinen einzigen Grund. Wenn du anderthalb Jahre hoffst, dass er sich verändert, wenn er dich schon so misshandelt hat, sage ich jetzt mal, wenn so schlimme Dinge passiert sind, wenn er dich belügt und betrügt, wenn er zudem auch noch kokainabhängig ist, was eine sehr schwere und schlimme Sucht ist, was den Menschen sehr verändert. Ja, es macht, also es hat, ich merke das ja, ich kenne ihn ja auch irgendwo sehr gut und ich merke, wie aggressiv und wie egoistisch er geworden ist. Das ist mir klar. Das ist das, womit ich überhaupt nicht klarkomme. So, deshalb musst du da raus. Und du musst so schnell wie möglich da raus. Hast du Angst? Angst vor ihm, wenn du rausgehst aus der Beziehung? Nein, ich frage mich zwar einerseits selber, warum ich mit ihm zusammen bin, aber andererseits kann ich mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Also das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, der geknackt werden muss. Ja. Was muss denn noch Schlimmes passieren? Versuch dir mal vorzustellen, du würdest diese Geschichte, die du mir erzählt hast, die würdest du hören. Über jemand anderen, über eine andere Frau. Ja, ich meine, ich weiß ja selber, wie ich früher gedacht habe. Genau, dann würdest du sagen, mein Gott, untergekommen. Ja, was ist da los? Was lässt die Frau mit sich machen? Warum lässt die das mit sich machen? Ja, ich kann es auch nicht so genau erklären. Ich kann dir von meiner Seite aus nur ganz klar sagen, ganz klar und entschieden, ohne Wenn und Aber, raus, raus, raus. So. Ich nehme aber auch jetzt deine Gefühle ernst, wenn du sagst, ich irgendwie kann ich nicht oder ich weiß nicht so richtig, was da in mir los ist. Ja, es ist ein ich kann nicht und es ist auch ein ich will nicht. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Aber, so, und deshalb möchte ich, weil das ist ja schon ein bisschen komplizierter, das können wir hier auch nicht in aller Öffentlichkeit, wollen wir auch gar nicht erörtern. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt weitersprichst, mit der Heide, die dir dann auch... Adressen und Telefonnummern an die Hand gibt, wohin du dich wenden kannst zur Flucht, sage ich jetzt quasi mal, für die erste Zeit, dass dir geholfen wird. Ja. Also nochmal Tenor von meiner Seite, es muss dir gelingen, da rauszukommen. Du musst dich selbst retten aus dieser Situation. Jetzt legst du auf und Heide ruft dich an. Okay. Liebe Hanna, ich drücke dir die Daumen und wünsche dir wirklich alles Gute, dass du es schaffst. Alles klar, danke schön. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Herr Rico ist hier, 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo, Rico. Hallo. Was ist los? Um was geht's bei dir? Also
mein Thema ist, dass mein Freund, mein Lebensgefährte, das Bedürfnis hat, sich ein Bein amputieren zu lassen. Also ja, von diesem Phänomen habe ich vor einiger Zeit zum ersten Mal gehört, dass es wenige Menschen auf der Welt, in Deutschland, gibt, die offensichtlich wirklich das Bedürfnis haben, sich ein Bein, ein Arm amputieren zu lassen, aus einer Lust heraus, aus einem Bedürfnis heraus. Genau. Das ist ja, als ich das zum ersten Mal hörte, da war ich völlig geschockt und habe gedacht, das glaube ich nicht, das ist nicht wahr. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Freund. Ja, also ich bin 33, er ist 24, also ist im Prinzip kerngesund und hegt also dieses Bedürfnis. Er will sich das ganze Bein amputieren lassen? Ja, also jetzt einen Unterschenkel halt. Ne? Ja, welches, das rechte, das linke oder ist ihm das egal? Mittlerweile ist es rechts. Es war mal links, aber mittlerweile hat er sich für rechts entschieden. Hat das einen Grund? Ja, und zwar hat er im Internet jemand gefunden, mit dem er darüber spricht. Mhm. Und der hat ihm also geraten, rechts wäre besser wegen Autofahren, weil man könnte ja dann Automatik nehmen und so weiter. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich bin selber auch Bein amputiert. Also ich weiß letzten Endes, was das bedeutet. Aber du bist nicht freiwillig Bein amputiert. Richtig. Und dieser Mensch im Internet, mit dem er spricht, ist auch Bein amputiert. Darf ich dich kurz fragen, was fehlt? Fehlen dir beide Beine oder ein Bein? Nee, der rechte Unterschenkel. Der rechte Unterschenkel, wie kommt das? Das war ein Kunstfehler in der DDR. Ein Kunstfehler, ein chirurgischer Kunstfehler. Richtig. Ja. Genau. Und also dieser Mensch im Internet ist also auch Bein amputiert. Ich glaube seit 5 Jahren oder so, wie ich das jetzt verstanden habe. Ja. Und da hätte ich eigentlich erwartet, dass er ihm so ein bisschen auch mal die Nachteile aufzeigt, die es letzten Endes haben könnte. Mhm. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also er spricht ihm im Prinzip Mut zu, dass er das... Der macht ja noch heiß. Richtig. Kann es sein, dass dein Freund dich sogar ausgewählt hat, weil du Bein amputiert bist? Nee, das glaube ich weniger. Also das hat nichts damit zu tun, dass ihn das irgendwie antörnt, dass jemand... Na gut, jetzt, ich habe schon die Vermutung, dass er irgendwo, dass ihn das geil macht, den Stumpf anzufassen. Also das denke ich schon, ja. So, das ist jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ist das bei ihm ist das ein sexueller Hintergrund, dass er sich das Bein amputieren lassen will? Nein, eben nicht. Also ich hatte mit ihm darüber gesprochen und er sagt mir, er möchte eigentlich wissen, wie weit die Medizin gehen kann. Also jetzt mit der Prothesenversorgung, überhaupt diese ganze medizinische Versorgung, wie weit man da mittlerweile ist. Das würde ihn interessieren. Muss dich das als jemand, der nun unfreiwillig betroffen ist, macht dich das nicht richtig sauer und wütend? Und ja, das macht mich richtig stinkig, ja. Dass du denkst, mein Gott, sei froh. Jeder von uns denkt, dass er jetzt, der zuhört, er sollte froh sein, dass er gesund ist. Es gibt genügend Menschen, die durch Krankheit, Unfall, weiß ich, ein Bein verlieren. Und das ist ja schlimm genug. Richtig. Wie lange bist du mit ihm zusammen? Seit letztes Jahr im Januar, also Anfang Januar letzten Jahres sind wir zusammengekommen. Ja. Wenn ich mich jetzt in deine Situation versetze, würde mich das, wenn mein Freund so einen Wunsch hegen würde, würde mich das sehr irritieren und würde mich vielleicht auch wegbringen von dem. Ist das bei dir auch so? Nee, also wegbringen von ihm nicht. Oder in einer gewissen Weise zumindest, weil ich das nicht verstehen könnte. Also verstehen tue ich es auch nicht. Also wie gesagt, wie du ja auch gesagt hast, dieses Phänomen gibt es und gut, davon hört man ja auch. Ja. Nur ich verstehe ihn ja nicht, weil er letzten Endes mit mir zusammenlebt und weiß ja auch, was es für Probleme geben kann im alltäglichen Leben. Streitet ihr oft darüber? Ja, also jetzt, fast täglich, muss ich sagen. Ja, jetzt komme ich nochmal auf die Begründung. Also die Begründung, weswegen er das machen will, ist, weil er selbst ausprobieren will, wie weit die Prothesentechnik ist. Mhm. Das ist doch bescheuert, oder? Aber glaubst du, dass das die einzige, dass das der einzige Grund ist, dass es da doch nicht irgendeine... Nein, ich glaube ihm das nicht. Meine Vermutung ist, dass er irgendwie, wie du schon sagtest, irgendwie auf Bein Amputierte steht, dass ihm das irgendwie auch angeilt. Dass da doch was Sexuelles hintersteckt. Ja, gut, damit hätte ich ja kein Problem. Warum sagt er dir das denn dann nicht? Also wenn ihr schon so offen redet, könnte er das doch auch sagen. Ich nehme mal an, dass er sich das nicht traut und da auch dieser... Kollege da im Internet ihn richtig heiß gemacht hat, also das doch endlich, weil für den, also mit dem man da im Internet spricht, das ist für den völlig uninteressant. Wenn ich jetzt sage, ja, ihr steht vielleicht drauf, wenn Leute Bein amputiert sind, sondern er sagt, nee, das ist sein Körper und wenn er das eben machen will,
dann soll er das auch machen und die denken sich da irgendwelche utopischen Pläne aus, wie er es letzten Endes bewerkstelligen soll und das finde ich dann ein bisschen pervers. Ja, darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Soweit ich informiert bin, macht das keinen, was auch sehr richtig ist, macht das keinen Arzt in Deutschland. Richtig. Also in Deutschland nicht. Ja, das heißt, er müsste sich dann irgendwie irgendwo heimlich operieren lassen, in irgendeinem... Ja, also die zwei haben sich da ausgeheckt, dass er, weil er ist Industriemechaniker, sein Bein in, da auf Arbeit in irgendeine Maschine steckt, die ihm im Prinzip das Bein abreißt und ja... Aber Rico, deswegen sage ich mal, wenn das mein Freund zu mir sagen würde, ich glaube, es wäre nicht mehr lange mein Freund. Das würde mich so befremden, so etwas. Gehst du denn nicht in die Richtung, dass du sagst, hier, pass mal auf, geh lieber zu einer Psychotherapie erstmal? Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe auch gesagt, also wenn du willst, gehen wir gemeinsam zum Psychologen. Das will er aber nicht. Das will er nicht. Also, weißt du, bei allem Verständnis für Absonderlichkeiten, bizarre Dinge... Da ist bei mir wirklich die Grenze der Toleranz erreicht. Das finde ich auch. Ja, ne? Das ist einfach für mich psychisch krank, so etwas. Ja, vor allem mein Problem ist, ich weiß letztendlich jetzt nicht, wie ich weiter verfahren soll, weil mich ärgert es doch, wenn er mit diesem Menschen im Internet spricht. Mhm. Bist du eifersüchtig auf den sogar? Nö, also von mir aus kann er im Internet sprechen, mit wem er will. Das interessiert mich nicht. Nur eben auf diesen speziellen Menschen, weil er ihn ja regelrecht dazu ermutigt. Ne? Mhm. Ja gut, aber dein Freund ist ein erwachsener, junger Mann. Ja, richtig. Hast du das jetzt bisher nur einmal gesagt? Hier, lass uns gemeinsam zu einem Therapeuten gehen. Oh, ich habe es mehrmals gesagt, aber mittlerweile habe ich es aufgegeben, weil was ich sage, ist uninteressant und was dieser Mensch halt da erzählt, das ist halt maßgebend. Könnte denn so etwas... Irres, sage ich jetzt mal so, das Irres nicht dazu führen, ich frage es jetzt nochmal, dass du deine oder ich komme nochmal auf den Punkt zu sprechen, dass du deine Liebe oder Zuneigung auch zumindest, ja, dass du sie gar verlierst zu deinem Freund? Nee, das nicht. Nee. Warum nicht? Das ist doch was ganz Fremdes, mit dem du da konfrontiert bist. Wie gesagt, würde das völlig, völlig irritieren. Ja, es irritiert mich schon, aber es ist für mich jetzt kein Grund, ihn zu verlassen. Weil ich gehe nicht davon aus, dass er es wirklich macht. Aber es klingt aber alles schon sehr ernst. Und wenn die da so Sachen aushacken und wie lange hat er denn diesen Wunsch schon, weißt du das? Also soweit ich das gelesen habe, beschäftigt er sich damit so, seit er 14, 15 ist. So lange? Mhm. Mhm. Hast du eine Andeutung, einen Schimmer, wie das bei ihm wiederum begründet sein kann, so in der Jugend, in der Kindheit, was da, weiß man nicht. Genau. Mhm. Das weiß ich nicht. Es wird sich auch nur ganz wenige Spezialisten in Deutschland geben, die sich damit auskennen. Richtig, und mein Problem ist, ich weiß nicht, wo diese Spezialisten eben sitzen. Mhm. Weil im Internet findet man zwar einiges über dieses Thema, das sind aber meistens nur so Foren von irgendwelchen Betroffenen halt. Mhm. Aber man weiß nicht genau, an wen man sich wenden kann. Und mein Problem ist halt auch, das wollte ich eben noch sagen, ich hatte also mit zwei Freunden drüber gesprochen, den hatte ich auch diesen kompletten Chat, den er dafür zugeschickt, unter anderem ist auch ein Polizist dabei. Mhm. Und den hatte ich also gefragt, ob ich diesen Menschen nicht irgendwie anzeigen kann, weil es grenzt ja an Körperverletzung, was er macht. Das ist meine Meinung. Gut. Aber dennoch, lassen wir mal diesen ominösen Menschen aus dem Internet mal aus dem außen vor. Es geht ja, lass uns über deinen Freund reden, der 24 Jahre alt ist, ein erwachsener Mann ist. Verstehe ich diesen Anruf bei mir auch in der Richtung, dass du das nicht nur so mal erzählen wolltest, sondern dass du vielleicht sogar auch einen psychologischen Spezialisten hoffst zu finden über diese Sendung? Ja, auch. Das können wir dir natürlich anbieten, wenn da jemand Bescheid weiß, dass man uns Bescheid geben möge und wir das dann nicht weiterreichen. Ich kann dir nur sagen, dass ich wirke mit all deinen Kräften, die du hast, darauf hin, dass dein Freund das nicht tut, Mann. Ja, ich weiß noch nicht mehr wie. Also mehr wie reden kann ich nicht. Ja, aber irgendwann musst du vielleicht auch noch ein bisschen härter an ihn rangehen, dass es vielleicht schon androhst, dass ihr euch trennt. Das einzige Ding, was wirklich ziehen würde, das habe ich ihm auch gesagt, wenn er jetzt nicht aufhört mit diesem ganzen Müll, werde ich mich halt an seine Eltern wenden. Ne? Mhm, mh. Weil vor denen, denke ich mal, hat er wahrscheinlich doch noch Respekt. Mhm. Ja gut, dann zieh alle Register, finde ich, bevor so etwas Wahnsinniges passiert. Zieh wirklich alle Register. Tja. Also mir wäre es lieb, wenn dieser Kontakt mit diesen Menschen da im Internet abbrechen würde, weil ich weiß nicht, wie weit er dann wirklich noch geht, wie weit er ihn im Prinzip beeinflussen kann. Mhm.
Ja, also ich sag's jetzt nochmal, das ist kein kleiner Junge, dein Freund. Nee, er muss es für sich entscheiden. Er muss sagen, hier, da ist für mich die Grenze und ich lasse mich nicht in so eine Perversität hineinsaugen. So klingt es ja schon. Also mehr als auf ihn einwirken, weiß ich jetzt auch nicht als Rat an dich. Bis hin zu der Drohung, ja, vielleicht den Eltern das zu sagen oder dich gar von ihm zu trennen, also die Drohung zumindest auszusprechen. Und ihn vielleicht immer wieder doch dazu hinführen, dass man doch mal gemeinsam, zumindest einmal mal ein Gespräch bei einem Therapeuten führt. Ja, das, wie gesagt, das würde ich ja machen und ich würde ihn da ja auch hinschleifen, wenn ich wüsste, wo diese Leute sind. Ja, das kann ja vielleicht sogar, vielleicht ist das für ihn dann eine niedrigere Hemmschwelle, wenn man in der schwulen Szene einen guten Therapeuten findet. Ich weiß nicht, ob man ihn da mehr ködern kann mit sowas. Das ist eigentlich egal, ob der jetzt schwul ist oder nicht schwul. Also Rico, ich sage das jetzt nochmal an meine Zuschauer und Zuhörer, wenn jemand in der Fachwelt, der jetzt zuschaut, darüber informiert ist, wer in Deutschland sich für dieses extreme Problem spezialisiert hat, bitte meldet uns das und schreibt, oder mehr meldet oder ruft an, schreibt uns. Das geben wir dann an dich weiter und dann kannst du ja sehen, wie du verfährst mit der Information. Ja. Ja? So machen wir es mal. Alles klar. Gut, Rico, alles Gute. Okay, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Peggy, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Peggy. Hallo. Da muss man mal durchatmen, ne? Wenn man sowas gehört hat. Ja, das ist ja schon krass, ne? Ja, das ist krass. Ich habe das auch erst vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gehört, dass es sowas gibt. Ja. Ja, ich habe das im Internet letztens mal gehört, dass jemand auch solche Wünsche geäußert hat. Also schon. Also ich finde, gehören zum Psychologen. Ja, wenn sie es freiwillig auch machen, die Leute, ne? Ja. Das ist das Problem. Das stimmt. Deswegen hast du denn angerufen, Peggy? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal eine Überschrift. Grobe Überschrift. Ja, so grobe Überschrift. Meine Vergangenheit holt mich ein. Was ist denn passiert in der Vergangenheit? Also, müsste ich halt weiter ausholen. Also, wo ich 15,5 war, bin ja jetzt 23, habe ich unfreiwilligerweise mit der Prostitution angefangen. Das heißt, das hat dich jemand gezwungen? Oder gezwungen jetzt nicht in dem Sinne, sondern ich war halt damals verliebt in einen älteren Mann. Der Zuhälter war? Ja, eigentlich schon. Heute sage ich das ja. Damals habe ich das nicht so gesehen, aber heute sage ich jetzt ja. Okay. Und wir machen das mal so mit so Schlaglichtern, damit wir nicht so viel Zeit brauchen und zu dem Hauptproblem kommen. Okay. Und ich habe das dann gemacht, bis ich 20 war. Ja. Und dann habe ich meinen Ehemann kennengelernt. Mhm. Nicht dort, sondern woanders halt privat. Ne? Ja. Mein Ehemann weiß davon gar nichts. Du bist heute mit ihm noch zusammen? Ja, wir sind verheiratet, wir haben 2 Kinder. Ah ja, und er weiß bis heute nichts? Der weiß gar nichts davon. Ja. Also ich habe ihm damals erzählt, dass ich in einem Café arbeite und so. Ja. Hast du dich dann aus diesem Milieu rausgezogen? Ja. Meinen Mann kennengelernt. Aufgrund der Ehe und der Liebe? Ich habe gewusst, ich muss da weg, also... Unbedingt, weil... Hat das damals überhaupt jemand gewusst aus der Familie, was du gemacht hast? Nee, nicht mal meine Eltern. Mhm. Niemand hat das gewusst. So, jetzt hast du gerade als Einstieg gesagt, meine Vergangenheit holt mich ein. Ja, genau. Inwiefern? Und zwar ist das Problem, dass vor 2 Wochen ungefähr habe ich einen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft, dass ich in einem Prozess gegen diesen Mann aussagen soll. Und bekannt ist, dass ich mit dem mal zusammen war und dass ich auch Sachen darüber weiß, weil man hat uns auch in der Zeit, wo ich das gemacht habe, auch öfter mal zusammen bei so einer Kontrolle erwischt. Ach so, daher sind die auf dich auch gekommen. Ja genau, ich habe da zwar keine Probleme bekommen, weil ich ja Deutsche bin, aber also mein Ex-Freund, der hat halt auch noch andere Geschäfte gemacht mit ausländischen Frauen und hin und her und sind halt auch ein paar Sachen, die ich weiß und ich mache das auch nicht gern. Und jetzt habe ich halt auch ein bisschen Angst vor dem ganzen Dilemma da, aber am meisten habe ich Angst, dass mein Mann das jetzt erfährt. Mhm. Und ich bin mir jetzt am Überlegen, ob ich denn das jetzt sagen soll oder nicht. Ja. Aber ich glaube, mein Mann ist ein Mensch, der hat ein riesengroßes Problem damit. Ja, du bist aber schon eigentlich willens und bereit, dort auszusagen.
Ja, das ja. Also für das all die Sachen, die er mir angetan hat, auf jeden Fall. Mhm. Also das ist wichtig für dich, dass du das jetzt auch tust. Ja, also... Ich frage jetzt nur mal so ein bisschen rum. Bestünde denn die Möglichkeit, dass du diese Sache durchziehst und die weiterhin verschweigst, deinem Mann? Nee, nicht wirklich. Warum? Weil mein Mann die Post gesehen hat. Ach so. Und er versteht zwar kein Deutsch, aber er erwartet von mir, also wir haben gestern oder heute Abend nochmal drüber gesprochen. Mhm. Und er möchte gerne, dass ich ihm sage, was das ist. Und also er ist, da geht und warum ich denn zum Gericht muss und von der Staatsanwaltschaft Post bekomme. Also das hat er schon verstanden, dass es irgendwie was von was Offizielles ist und so. Ja. Wie sprecht ihr miteinander, wenn er kein Deutsch kann? Englisch. Englisch, ach so. Mhm. Also mein Mann ist Amerikaner und... Ja, ja. Ja, das ist natürlich jetzt ist ja ein Misstrauen schon gesät, ne, bei Ihnen. Irgendwas ist... Ja. Also er ahnt was. Mhm. Also er ahnt nicht, er ahnt auf keinen Fall, dass ich mal... Prostituierte war. Also ich glaube, da würde er aus allen Wolken fallen, weil er hat mich überhaupt nicht so kennengelernt. Mhm. Aber jetzt stehst du vor dem ganz großen Problem. Ja. Ich habe jetzt, du hast eine 3-jährige glückliche Zeit jetzt schon hinter dir. Ist das so? Ja. Ihr habt Kinder? Wir haben 2 Kinder. Ja. Und du hast die große Angst, wenn du jetzt von deiner Vergangenheit erzählst, ja, dass das Glück vielleicht kaputt geht. Kannst du nicht sagen, dass du in einem Prozess aussagen musst? Da kann man doch jetzt nicht irgendetwas ausdenken. Das Problem ist halt nur, er hat das Datum gesehen und hat gesagt, wenn ich ihm nichts sage oder so, also er wird entweder mit hinkommen oder... Das heißt, du hast doch schon ein bisschen verschreckt reagiert und... Ja, also ich war völlig verdutzt und ich wusste überhaupt nicht, was ich ihm antworten sollte. Das heißt, er hat auch nicht nur aufgrund des Schreibens, da könnte man ja sagen, naja, das ist ein Ding von früher, da soll ich was aussagen, gehe ich hin und die Sache ist wieder vergessen. Auch ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, aber aufgrund deiner Reaktion ist er wahrscheinlich jetzt stutzig geworden, ne? Weil ja, genau. Weil ich habe nur noch da gesessen und weiß ich nicht, ich habe einfach nichts mehr dazu sagen können, weil ich hatte nie gedacht, dass diese Sache mich nochmal einholt. Weil ich habe gedacht, das ist für mich abgeschlossen, dieses Kapitel. Das Liebste wäre dir natürlich, wenn du darüber nie mit deinem Mann reden würdest müssen. Ja. Ja. Also am liebsten wäre es mir gewesen, wenn das nie mehr irgendwie Thema gewesen wäre. Ja, ja. Also das kann ich auch verstehen und ich finde es auch völlig legitim, dass du das dann in deine Vergangenheit hineingeschoben hast. Und man muss ja nicht immer alles immer sagen und auf den Tisch legen. Wie wäre es denn, spielen wir es trotzdem mal durch, wo er jetzt da schon so ein bisschen was gewittert hat, wenn er das erfahren würde? Wie schätzt du ihn ein? Also, das kann ich gar nicht sagen. Also, ich weiß, dass mein Mann jemand ist, dass zum Beispiel, wenn ich ihm fremd gehen würde oder so, würde er sofort gehen. Mhm. Ja, weil gut. Er ist in der Beziehung sehr, sehr stolz. Ja, nun gut, aber dieses ist ja was in deiner Vergangenheit passiert ist. Und du hast es ja aufgehört, als ihr zusammengekommen seid, ne? Ja, also, so habe ich es verstanden gerade. Ich habe ihn kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, ich muss weg da. Also dann ging das noch 3 Wochen und dann bin ich dort weggegangen. Also letztendlich ja ein riesiger Liebesbeweis für ihn, ne? Dass du durch ihn quasi auch die Kraft gefunden hast, da auszugehen. Ja. Ne? So kann man es ja sehen. Ja. Also ich dennoch kann alles ja. Hinter mir gelassen dafür. Dennoch kann es natürlich sein, ich weiß ja nicht, wie er gestrickt ist, dass er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, du hast 4 Jahre fast als Hure gearbeitet und hast mir nichts davon gesagt. Und also ich glaube, er würde vielleicht erstmal sagen, also ich könnte es mir so vorstellen, dass er erstmal sagen würde, er muss ja drüber nachdenken, aber ich glaube nicht, dass er damit klarkommt. Mhm. Und er könnte dir vorwerfen, warum bist du mit so einer Lebenslüge in die Beziehung gegangen? Ne? Könnte er vorwerfen? Also er würde mir auf jeden Fall vorwerfen, dass ich das nicht von Anfang an... Mhm. Aber es ist immer so gesagt. Also ich glaube, dann wäre aus unserer Beziehung nie was geworden. Ja, also. Ja, ich verstehe. Und ihr habt 2 Kinder. Wir haben 2 Kinder. Und seid eigentlich eine glückliche Familie. Ja. Mhm. Soweit ist alles perfekt. Nur, also wir haben uns gesehen und... Wir haben gewusst, das ist er und das ist sie. Also das war von Anfang an die Liebe oder so. Ich komme jetzt nochmal auf, kann man denn nicht irgendwie sich was ausdenken?
irgendeinen Grund, einen eher harmlosen Grund, der dann doch überzeugend für ihn wirkt und du sagst, du musst da hingehen und das... Ja, da zermarte ich mir auch schon den Kopf drüber die ganze Zeit, aber... Besteht denn die Gefahr überhaupt, das muss man ja auch noch berücksichtigen, dass das vielleicht in eurer örtlichen Lokalpresse irgendwie nochmal aufgegriffen wird? Dass da irgendwas in der Zeitung also, vielleicht sogar ja, steht? Ja, das ist auch wieder so eine Sache, die haben eigentlich immer so diese Prozesse mitverfolgt, die über diese Leute, mit denen ich damals in Kontakt war, wenn da mal jemand angeklagt worden ist und so. Und mein Ex-Freund ist jemand von den größten Fischen, die sie da gekascht haben. Und gut, die Gefahr ist vielleicht nicht so groß, dass du dann auch gerade auf so einem Foto bist oder. Ich weiß es. Aber man muss ja über alles nachdenken. Und also ich kann mich erinnern, es ist ein oder zweimal so gewesen, dass bei so einer Kontrolle werden halt auch immer Fotos gemacht. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob die das dann nochmal verwenden dürfen oder nicht. Also ich weiß es gar nicht. Bei der Kriminalpolizei. Es ist nur aus irgendwelchen Archivgründen gewesen, weil ich hatte ja einen deutschen Personalausweis. Du hast jetzt aber hier auch angerufen mit dem Konflikt. Soll ich ihm das jetzt sagen oder soll ich es ihm nicht sagen? Genau. Und ich bin völlig fertig. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Weißt du, Peggy, obwohl ich ja immer so für Wahrheit und Offenheit plädiere. Aber wenn uns ein richtig guter Grund einfallen würde, der überzeugend ist, warum du zu dieser Gerichtsverhandlung solltest, würde ich fast sagen, sag ihm das. Und wir würden hoffen, dass das Ganze damit dann erledigt ist und ihr eure Familie rettet und eure Liebe unbeschadet bleibt. Mhm. Aber dafür, das geht jetzt nicht hier ein paar Minuten im Fernsehen, das schaffen wir nicht. Andererseits muss man natürlich auch bedenken, wenn es dann rauskommt, ist es alles noch vielleicht noch viel, viel schlimmer. Ja, vor allem das Schlimme ist ja, das ist ja dann wie eine Kettenreaktion. Alle meine Freunde würden es erfahren, meine Eltern würden es erfahren. Ja. Also irgendwas in mir sagt, lass es uns versuchen hinzubiegen, dass wir einen triftigen Grund finden, warum du da aussagen musst. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wie gesagt, das können wir jetzt hier nicht in der Sendung machen. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Okay. Und quatschen mal noch ein bisschen weiter. Das heißt, erstmal meine Psychologin und dann sehen wir weiter und halten vielleicht auch noch die nächsten Tage ein bisschen Kontakt mit dir. Damit jetzt auf jeden Fall etwas entschieden wird, was nicht schlimm, zu sehr schlimm ist für dich und dein Leben. Okay? Ja. Dann leg mal auf und Heide ruft dich gleich an, meine Psychologin. Okay. Alles Liebe. Ja, tschüss. Das ist aber nun wirklich ein Problem. Gisela. Gisela ist hier. Gisela ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen Domian. Hallo Gisela. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Ja, nö, keine Hektik. Jürgen Domian, ich bin die Mutter des vor 3 Tagen erschossenen SEK-Polizeibeamten in Köln. Ich weiß. Du hast dich an der Zeitung gelesen und hast über die Medien das erfahren. Ja. Sagen wir vielleicht kurz dazu, die Leute, die nicht in Nordrhein-Westfalen wohnen, haben das vielleicht nicht so mitbekommen. Ja. Es gab eine SEK, eine Sondereinsatzkommando-Übung der Polizei in Köln. Richtig. Und da ist aus Versehen ein Polizist, erschossen worden. Und von den eigenen Leuten. Ja, und das war mein Sohn. Ist das vor 3 Tagen passiert? Vor 3 Tagen am Dienstagabend passiert und ich bin also völlig fassungslos. Erstens mal über diese Tat und dann bin ich auch ein wenig ängstlich. Das ist auch der Grund, warum ich heute Abend bei dir angerufen habe, dass wenn die Beerdigung nächste Woche Freitag, wenn das vorbei ist, dass das so ein bisschen alles unter den Tisch fällt und dass dann da vielleicht für mich zu viel Ruhe einkehrt. Mhm. Weißt du, wie ich das, ich meine, dass also jetzt auch von Seiten der Presse und so, dass man da nachher nicht mehr drüber redet und dass es heißt, war ein dummes Unglück, ein Missgeschick. Also in den Zeitungen hier in Köln war ja nicht so viel zu lesen bisher. Ja. Weißt du denn als Mutter oder wisst ihr als Angehörige mittlerweile etwas mehr, warum die überhaupt scharf geschossen haben, beispielsweise bei der Übung? Ja, ich weiß also von meinem Sohn, dass diese Einsätze, die da stattfinden ab und zu dass da immer mit Platzpatronen, also mit Munition, die ja nicht gefährlich ist, dass damit geschossen wird. Ja.
Und an diesem Abend muss es ja wohl so gewesen sein, dass da noch scharfe Munition war. Da war also auch eine Übung da in Köln-Marienburg. Es war nur eine Übung, es war kein Einsatz. Nein, es war kein Einsatz. Genau. Es war eine Übung in Köln-Marienburg auf der Gädestraße oder wie die da heißt. Ja. Und bei dieser Übung ist das passiert, nicht? Ja. Wie ist denn das erklärbar, dass die bei der Übung mit Munition, mit scharfer Munition geschossen haben? Ja, normalerweise sollte ja gar nicht an dem Abend gar nicht mit scharfer Munition geschossen werden. Es war ja, wie auch in der Zeitung stand und wie über RTL und WDR 3 und überall, es war ja an für sich nur eine Übung, weißt du. Und man hat euch aber auch noch nicht irgendwie etwas aufgeklärt, warum die da Munition hatten. Ja, ich meine, gut, die ermitteln momentan, die Kripo und die Staatsanwaltschaft, die ermitteln und ich werde auch immer angerufen und ja, und wir sind da dran und haben noch keine neuen Erkenntnisse und so. Gut, fühlst du dich denn oder fühlt ihr euch als Angehörige im Moment gut informiert von den Behörden? Ja, also ich, bei mir meldet sich täglich ein Kollege von meinem Sohn, der sich nach meinem Befinden erkundigt und der mich so ein bisschen auf den neuesten Stand hält. So, dass war der Kollege auch dabei? Angeblich waren die wohl alle dabei, auch diese zwei Beamten, die in der Nacht vor 3 Tagen hier bei mir aufgekreuzt sind, waren auch aus der Gruppe von meinem Sohn. Das waren also, die waren da alle zusammen. Der geschossen hat, von dem der tödliche Schuss ausging, der hat sich nicht bei dir gemeldet. Das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, dass ich diesen Menschen also unbedingt irgendwann mal treffen möchte und mich mit dem unterhalten will. Das liegt mir also ganz arg am Herzen, denn ich finde, man sollte sich mit so einem Mann doch mal hinsetzen. Ja. Wie alt ist dein Sohn geworden? Mein Sohn ist 32 geworden. 32, ja. Hat er Familie? Ja, hat Familie, wohnt in Brühl und hat da ein Haus gebaut voriges Jahr und hat eine kleine Tochter von 3 Jahren. Ja. Ja. Lebt dein Mann auch noch? Mein Mann nein. Mein Mann nicht, nein. Mein Mann ist schon vor 20 Jahren. Wie hast du es aufgenommen, als plötzlich dann die Kollegen bei dir vor der Tür standen? Ja, das war ganz, ganz makaber, war das. Das war, die klingelten nachts um 12 Uhr bei mir und dann, ich wusste gleich, dass da was passiert war. Ne? Ich hatte da direkt eine schlimme Vermutung. Also man muss hinzu sagen, dass das Unglück irgendwie so gegen 21 Uhr abends passiert ist. Ja, das muss so um 19 Uhr abends oder muss so passiert sein. Ja, und nachts also Mitternacht so was klingelten. Hast du es überhaupt glauben können? Nein, ich kann es heute noch nicht glauben. Mhm. Ich kann es einfach nicht fassen. Und ich kann noch nicht fassen, dass sowas in der heutigen Zeit bei der Polizei passiert. In Deutschland. Gerade in so einer Elite-Spezialeinheit, da muss doch auf Sicherheit geachtet werden. Das geht mir nicht in den Kopf rein, dass sowas passiert. Da gebe ich dir wirklich recht. Als ich das gelesen habe im Kölner Express, ich dachte, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass eine deutsche, eine hochgezüchtete Spezialeinheit, dass ein solcher Fehler da passiert. Ja, das sind doch nicht die Augsburger Puppenspiele. Mhm. Das ist doch eine Elite-Spezialeinheit. Mhm. Das geht mir nicht in den Kopf, wie sowas passieren kann. Wie lange war dein Sohn in dieser Eliteeinheit? Seit 1998. Seit 98. Ja. Das heißt, du hast immer auch so mitbekommen, wie anspruchsvoll auch die Ausbildung war und was die alles tun mussten. Mein Sohn hat häufiger davon erzählt. Ich meine, ich wusste, dass das eine gefährliche Sache ist und das war mir klar und es war auch ihm klar. Aber er war mit Leib und Seele dabei und hat sich da wohlgefühlt und ja. Soweit ich den Fall verfolgt habe, ist dein Sohn, ich glaube, noch vor Ort verstorben oder auf dem Weg ins Krankenhaus. Nein, er ist im Krankenhaus verstorben. Ja, man hat ihn gleich ins Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, in welches Krankenhaus, muss ich mich noch erkundigen. Mhm. Aber er ist dann irgendwo in einem Kölner Krankenhaus ist er dann gestorben. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Angst, wenn jetzt die Beerdigung, die ist nächste Woche Freitag. Ja, nächste Woche Freitag in Brühl. Dass das Ganze irgendwie so dann in die Vergessenheit wieder gerät. Genau, dass es auch von Seiten der Polizei vielleicht so ein bisschen flach gehalten wird alles und dass man sagt, ja, jetzt ist erstmal die Woche der Trauer und dann schauen wir mal weiter und so. Also dir ist es ein großes Anliegen, was natürlich sehr, sehr nachvollziehbar ist, dass der Fall geklärt wird und dass ihr versteht, warum das so passiert ist. Genau, und dass da auch weiter in den Medien, dass das weiter erörtert wird, dass da weiter darüber, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird, denn das kann ja nochmal passieren. Also ich will ja mal sagen, da bin ich doch sehr optimistisch, dass das weiter auch hier in Köln oder in Nordrhein-Westfalen, dass dieser Fall, dass die Presse da am Ball bleibt. Mit Sicherheit auch der Westdeutsche Rundfunk. Da wäre ich dir sehr dankbar. Mit Sicherheit, die Kollegen auch vom Fernsehen, von den entsprechenden Sendungen. Ja. Das glaube ich schon. Das wäre sehr gut, ja. Deine Schwiegertochter, seine Frau. Ja. Wie geht es dir denn? Wie ist die damit umgegangen? Die wird von der Polizei also richtig gut versorgt. Da sind Psychologen im Haus und Kollegen und so weiter und so fort. Also das
was ich gehört habe, muss das wohl ganz gut laufen. Habt ihr denn auch Kontakt miteinander, du und deine... Ja, wenig, möchte ich mal sagen. Also, weil ich wohne ja hier in Bergisch Gladbach und das ist ja schon diese räumliche Distanz, ist ja schon da. Ne? Liebe Gisela, ich gucke gerade ganz erstaunt auf die Uhr. Wir haben ein paar Sekunden noch. Genau. Möchtest du von uns nochmal zurückgerufen werden? Von meiner Psychologin? Ja, ich weiß nicht, ob es viel bringt. Wir können es ja mal kurz versuchen. Wir können es ja mal kurz versuchen. Okay, dann leg du mal auf und wir rufen gleich zurück. Domian, ich danke dir. Tschüss. Und weiter alles Gute. Dankeschön. Bis nächste Woche, meine Lieben. Macht's gut, schönes Wochenende.